Er bringt ein bisschen Besuch mit. Heißt das Zombies? Ja, ich bin schon ein bisschen fremd hier. Okay, geil, danke. Ja, viel Spaß. Oh Mann, ey, was soll das denn immer? Digga, lauf da nicht in das rein. Freunde, willkommen bei einer neuen Folge von Unturned und bei der Sippe hier. Wir sind insgesamt mittlerweile sechs Leute, Leute. Ey, zu sechs sind wir doch Götter, oder? Also, das ist ja schon heftig, ey. So, und Schmie... Ja, warum? Ja, so ein Community ausbauen oder so. Ja, da sind wir wieder beschäftigt und dann am nächsten Tag wollen wir weiterspielen und dann ist alles weg. Wir brauchen am besten einen Server, der auf... Oh, da hat irgendeiner sein Handy an. Uiuiui. Ja, mein, sorry. Macht nix. Ja, wir brauchen auf jeden Fall einen Server, wo wir schon ein bisschen länger spielen können. Also, dass man sagen kann, okay, wir können ein paar Monate darauf spielen und auch irgendwas aufbauen. Weil so jetzt... Das bringt nichts. Wenn wir jetzt heute irgendwas anfangen aufzubauen und der Server, was weiß ich, wird neu gestartet, das macht dann einfach keinen Spaß, wenn man dann immer wieder von neu anfangen muss. Das haben wir ja schon, beziehungsweise ich habe das in den letzten Folgen viel zu oft erlebt. Das macht dann irgendwann keinen Spaß. Also, ich habe momentan so... Also, vielleicht, ich spiele noch mit der Überlegung, selbst einen Server aufzumachen. Also, bitte aber nicht alle durcheinander quatschen, ja? Alle... Okay. Ihr könnt ruhig da was dazu sagen, bevor wir auch hier weiter die ganze Zeit rumstehen. Vielleicht machen wir hier eine Quatschrunde oder ja, soll ich mich auch hinsetzen? Ja, okay, ich sag da mal was. Wir können uns ja ans Lagerfeuer setzen, ist gemütlicher. Also, ich hab momentan so einen Server, ja, hab ich ein kleines Haus und der ist eigentlich ganz okay. So, wie setz ich mich überhaupt? Oh, der da freut sich aber einer, wenn er uns sieht mit seinem MG am Lager. Der restartet auch nicht, der Server, also... Einmal schön reinballern, alle durch, Alter. Ey, willst du verbrennen oder was? Schmiem, du bist genau im Feuer drin. Ey, was macht der da? Der ist echt tot. Oh Mann, ey, was macht der denn da? Okay, Feuer aus. Party ist vorbei. Neue Tummy-Spawns, ne? Oh, oh. Hey, ich muss eigentlich gar nichts machen. Ich kann euch einfach die ganze Zeit zugucken. Ihr macht schon alles fertig, ey. Richtig. So, was machen wir jetzt? Was machen wir Lustiges? Sollen wir ein paar Spieler jagen? Ich habe hier einen Hubschrauber fliegen sehen, aber irgendwie haben wir da wahrscheinlich nichts, irgendwie, um den abzuschießen. Der fliegt Richtung Militärweg. Dann sind wir auch vorbei. Ja, man könnte auch einfach auf einen neuen Server anfangen, also. Ja, jetzt sind wir erstmal hier. Was sollen wir denn immer wechseln? Also, wie gesagt, immer hin und her wechseln. Das habe ich ja in den letzten 100 Folgen gefühlt immer gemacht. Und immer von neu anfangen, das macht dann auch irgendwann keinen Spaß. Ja, okay, das stimmt. Aber bald kommt der Avalmap raus. Ich meine, solange der Server relativ stabil läuft und die Admins nicht immer irgendwas neu starten und wir immer alle Gegenstände verlieren, kann man sich ja schon ein bisschen Zeit hier verbringen, aber man weiß ja nie, ne? Also ich kenne mich auch mit den ganzen Servern nicht aus, welcher Server da auf lange Sicht ganz gut ist. So, jetzt habe ich aber auch Durst. Hey. Also einfach hier weiter drauf auf den Server spielen oder was? Ja, wenn ihr keine bessere Idee habt. Zombie, unsichtbarer Zombie. I see. Da sind halt so Typen auf dem Server, die haben so richtig fette Base und so. Ja, es sind auch ziemlich viele Leute hier auf dem Server, deswegen habe ich eigentlich die Hoffnung, dass die den Server nicht direkt irgendwann mal neu starten. So. Ja, wenn wir jetzt hier rumchillen. Sag ruhig. Dann lass einfach mal weitergehen. Ja, finde ich auch. Man könnte einfach mal probieren und falls der Server nochmal neu startet, dann kann man ja immer noch. Ja, wir können ja erstmal spielen hier drauf und falls das so sein sollte, können wir ja immer noch gucken. Vielleicht kennt auch ja irgendeiner einen guten Server, der ein bisschen länger durchhält als ein paar Tage, weil ich nehme auch nicht jeden Tag an Turned auf, manchmal ein paar Tage am Stück, manchmal zwei Wochen lang gar nicht, das ist dann immer so, ja, je nach Zeit und Lust. Ja, ich hätte einen Server, wo man drauf spielen könnte, da mit dem Admin kenne ich sogar. Ja, cool.
Also der auf Russia Map, der Dead Boy Server heißt der. Okay, ja, müssen wir uns mal merken, falls der Server jetzt irgendwann mal in die Knie geht, so dass wir alle Gegenstände verlieren, weil das lohnt sich dann nicht irgendwie immer wieder von neu anzufangen. Besonders wenn man sich irgendwie mal eine Base aufbaut oder so, das ist dann Quatsch. Weil auf dem Server, da weiß ich auf jeden Fall, dass es nicht alles weggeht. Es ist so lustig mit so vielen Leuten, alle quatschen durcheinander. Das habe ich auch noch nicht gehabt. Ja. Ja, das ist ja richtig, das ist die krasseste Folge, die ich bisher aufgenommen habe von den Leuten. So viele Leute hier, voll die richtige Gang hier, krass. Wo laufen wir eigentlich hin? Also ich laufe hier irgendwo hin, ihr lauft mir hinterher, aber wo wir hinlaufen? Ja, du bist der Anführer. Nein, also Führer. Ich bin der Führer, ja. Nein, ich weiß gar nicht, wir können ja mal kurz auf die Map gucken. Und ich meine, nach Moskau wäre ja vielleicht nicht schlecht, da gibt es bestimmt ein paar gute Items, aber ich habe das Gefühl, ihr habt schon alles, ihr braucht gar nichts mehr suchen, ne? Ja, doch, lass in der großen Stadt. Starter-Kit. Ja, komm, dann gehen wir nach Moskau. Oder, nein, nicht Moskau, Novosibirsk. Novosibirsk, ja, das ist in der Nähe, können wir machen. Dann los. Weil in Moskau sind glaube ich, denke ich mal, alle Spieler. Ja, ist doch gut, das haben wir doch vor, die wollen wir ja killen. Ja, aber leider sind wir ohne Waffen ziemlich schnell zu töten. Ja, guck mal, ihr habt doch Waffen hier. Steinschleuder, Kochlöffel und keine Ahnung was. Nice. War nicht irgendeiner von euch, der mich immer gefragt hat, warum ich keinen Teamspec-Server nehme? Weil ich komme da immer mit den ganzen... Wer ist das? Hier, du bist das, ne? Ja, guck mal, wenn ich jetzt über das Spiel rede und dann die Taste loslasse, dann kann ich einfach mit den Leuten, also den Zuschauern, weitersprechen, also denen irgendwas erzählen und muss nicht euch dann auf den Sack gehen. Deswegen nutzen wir hier kein Teamspeak. Verstehst du das jetzt, was ich meine? Ah, ja, okay, aber für PvP ist es halt natürlich kontraproduktiv, weil dich jeder in der Umgebung hört. Ja, da gebe ich dir recht, das ist klar. Wenn man dann natürlich Gegner in der Nähe hat und dann ein paar labert, dann hören die dich natürlich. Ja, das ist schlecht, aber wie gesagt, wenn ich jetzt einen Teamspeak-Server benutzen würde und irgendwas erzählen würde, was vielleicht gar nicht mit dem Spiel zu tun hat, ich meine, seht ihr ja in den ganzen Folgen, dass ich manchmal einfach irgendwas erzähle und nicht immer da die Taste gedrückt halte, dann hört ihr das die ganze Zeit. Das ist ja auch irgendwie ein bisschen blöd, wenn ich euch da die Ohren voll heule oder sowas. Stimmt. Ja. Also jetzt der Plan hier drüben nach Novosibirsk, oder wie? Ja, schreibt einfach mal in die Welt, Striker, wo wir hinlaufen. Oh, ja. Wir können uns nachher anzeigen, weißt du, aufkommen. Ich meine, das wäre cool, wenn wir mal so ein richtig fettes Scharfschützengewehr hätten. Dann könnten wir von Weitem gucken, wer da kommt und dann bam, bam, bam. Shadowstalker, aber gibt's ja auf der Map, glaube ich nicht. Ich hab auf jeden Fall... Washington-Only-Map. Aber... Ach, gibt's hier keine... Ich hatte doch vorhin eine Grizzly. Die war fett. Ich meine, man kann doch irgendwie so ein Fernglas... wie heißt das Teil, was man da auf die Maschinengewehre drauf tun kann? Kann man doch drauf machen, oder nicht? Scope, genau. Mann. So. Jetzt probieren wir mal unseren Bogen aus. Oh! Ah, verdammt, ich hab schon verlernt, mit dem Bogen zu schießen. Boah, ich hab's schon verlernt, mit dem Bogen zu schießen, ja, wie peinlich, ey. Erstmal ersten Schuss daneben gesetzt. Komm, zu Papa. Nice. So, fängt er wieder gut an, Leute, mit dem Bogen. Oh! Nice, was lässt er fallen? Ich schieße. Wo sind die? Ich geh mal auch, wo Action ist. Da! Nice, vergewaltigt doch nicht den Zombie direkt von beide von einer Seite. Boah, ihr seid ja perverse. Nice, ein Schuss, ey. Wir sind so lautlos. Lautlose Killer, ey. Falls einer Pfeile hat, immer her damit. Vielen Dank.
So. Leute, bringen wir einen Besuch mit. Er bringt ein bisschen Besuch mit. Heißt das Zombies? Ja, ich bin schon ein bisschen fremd hier. Okay, geil, danke. Ja, viel Spaß, hau rein. Oh Mann, ey, was soll das denn immer? Digga, lauf da nicht in das rein. Unnötig. Ah. Ja, das ist mir letztes Mal auch passiert, deswegen bin ich gestorben. So, was haben wir hier? Ich rette dich. Ah, nice. Lass mal hier. Ja, okay. Verdammt. Wow, ich blute, verfluchte. Ah. Nice, wer hat mich geheilt? Ich hab ein Ding. Hey, ich bin schon geheilt. Hä, wer war das? Irgendjemand hat mich geheilt. Ja, okay. Okay, danke. Nice. Nice, haben wir ja gut gemacht. Deswegen hatte ich auf Normal Mode Servern zu spielen, weil Easy Mode ist es einfach zu überleben, weil die Zombies eigentlich einfach nur töten, da sind die Spieler die größere Bedrohung. Ja, aber auch mit Zombies ist es auch ganz cool. So ist das dann nicht zu einfach. Oh, wenn es zu einfach ist, dann wird es ja ohne Action und ja, dann wird es ja auch langweilig. Fernglas ist immer gut. Ja, Kleber ist mein Lieblingsgetränk. Muss ich auch mal gönnen. Jetzt hör ich alle, als wäre ich in der Höhle. Das ist so lustig. Hallo, Höhle. Ich bin hier, hinten in der Höhle. Hier hinten. RIP Headphone User. So, wir haben leider keinen Kleber. Hat einer was zu essen für mich? Für einen armen Schlucker wie mich? Aber ich gucke erstmal vorher, ob ich was zu essen habe. So, habe ich was zu essen? Ja, wir sind Käse. Verschimmelten Käse oder was? Aus Holland? Ja, natürlich. Danke. So, wo ist der Käse? Ja, Brot haben wir auch noch. Da essen wir erstmal das Brot. Ich bin mal beim Dinner, ne? Oh, nur 20. Käse. Wo ist der Käse? Hier vorne. Nice, Käse. Lecker Käse. Wer mag Käse? Zack. Zack. Da geht wieder Action. Ey, ihr macht so viel Action und ich bin nicht dabei, Mann. Immerhin habe ich ein Fernglas gefunden. Scope kann man ja auch eigentlich auf dem Bogen drauf tun, aber die sind auch so selten. Hey. Oh, erstmal eine Klebe gönnen. Schon wieder Klebe. Oh mein Gott. Oh mein Hallo. Gott. Guck mal hier. Ich bin's. Hallo. Guck mal. Oh mein Gott, ey. Oh, das ist eine lustige Runde, Leute. Das ist ja... Nein, ich schieß daneben. Das gibt's nicht. Verflucht. Ich hab zu viel gesoffen. Und Bier, nicht Kleber. So. Ah, oh, junge Sündenmeister. Richtig. Krass, was geht hier ab, ey? Wie krank das aussah. Ey, das ist so krank, die Runde hier mit euch, ey. Jo Leute, ich bin Koch. Oh. Was zum... Du siehst aus wie so ein Bigfoot, ey. Geh mal in die Berge, dann machen wir ein Foto von dir, Bigfoot. Digga, das ist Gott. Das ist Gott, genau, oh, stimmt, mit Bart. Gandalf der Graue. So, wer braucht Rope? Ein bisschen Seil. Wer will sich erhängen? Keiner? Wer der fragt? Natürlich. Hier ist ein Baum, da kannst du dich direkt erhängen. Nice. So, wo laufen wir eigentlich hin? Wo laufen wir hin? Wir sind St. Petersburg. St. Petersburg, wieder nach St. Petersburg. Da habe ich übrigens in der heutigen Folge, die erschienen ist. Ich weiß nicht, ob ihr die schon gesehen habt. Da war echt richtig krass. Hui. Da haben wir echt lustige Sachen erlebt. Oh mein Gott, läuft ein Horrorfilm im Hintergrund oder was? Holy shit, ey. Was ist? Hat sich angehört wie von Herr der Ringe Sauron. Nein, das war kein Sauron. Das war irgendein schreiendes Kind oder sowas. Ja, meine kleine Schwester.
Oh. Klein, die ist wirklich klein, wenn die so rumschreit. Apropos ja, Herr der Ringe, ne? Boah, Leute, überlauf. An der Stadt sollten wir ein bisschen aufhören, so viel zu reden, weil hier sind wahrscheinlich Spieler. Ja, komm, du machst die eh alle platt. Also wollte ich nur sagen. Die Natzen mir weg. Richtig. Das ist so lustig, wie du es aussprichst. Richtig. Richtig. Das ist so nice. Mann, Hammer. Richtig. Ja, ja, komm, ist gut. Zweiger gammelt hinter uns rum. Nein, er kommt nicht hinterher. Der hat nur ein Bein oder so. Der ist hier. Der ist Veteran, deswegen kommt er nicht hinterher. Ey, wir haben Auto. Ja, Auto, das nicht fährt oder was? So, ah, machen wir. Gelockt. Ja, ist gelockt, dafür bräuchten wir einen Steely Wheelie. Ist doch immer gelockt. Wurde gelockt. Nice, den habe ich. Ich gehe bei Feuer. Oh, wo ist mein Pfeil? Wo ist mein Pfeil? Nein, wo ist mein Pfeil? Der ist weg. Der ist einfach mal weg. Streaker, Streaker. Oh. Oh. Bam, bam. Warum lassen die so viele Ferngläser fallen? Streaker, Streaker, Streaker. I don't know. Bam, in den Hinterkopf habe ich den Pfeil geschossen. Das war krass. Das war Heavy Metal. So. Der Schmieme. Nice, das macht so Fun, mit dem Bogen zu schießen, Leute. Ich danke dir auf jeden Fall, dass du mir den Bogen gegeben hast. Danke für den Bogen. Vielen Dank. Das macht wieder so viel Spaß. So, die haben hier sich verbarrikadiert. Na, das leckt das selber ein bisschen. Ups. Komm, lad nach. Nice, jetzt habe ich den aber einen Pfeil verloren. Flucht. Komm, jetzt muss ich die Pfeile noch einsammeln. Keiner will mir helfen. Die sind alle selbst beschäftigt. Na gut, dann kümmern wir uns selbst hier um die ganzen Meute. Um die Zombies. Nice, manchmal ein Schuss, manchmal zwei Schüsse. Ich blick da auch nicht ganz durch, wie was funktioniert denn. Hier sind sehr viele Leute. Wir haben die Stadt bald eingenommen, Leute. Oh nee, hier ist ein Zaun, da scheint der Zaun einfach vor mir. Das ist ja läppsch. Das ist ja läppsch, 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 läppsch. Na, ich wollte gerade schießen, aber gut. Ich habe eine Taschenlampe. Ja, I see, very nice. So. Komm mal mit, Jungs, wir gehen in den Untergrund. Untergrund? Da können wir Militärloot. Ja, und da ist es aber ziemlich dunkel. What the fuck? Ja, ich hab eine Taschenlampe. Eben, wir haben eine Taschenlampe. Ohne Taschenlampe siehst du da nämlich gar nicht. Ja, wir haben nämlich jetzt hier einen, der hat eine Taschenlampe. What the fuck? Das ist aber neu, Leute. Das ist neu, wow. Oh, oh. What the fuck, ey? Was, wo bin ich denn hier? Oh mein Gott, Leute. Oh, wow, wie tief ist das? Angst, wie tief ist das? Ach du Scheiße, ich hab Angst. Ich hab Platzangst. Ah! So, Jungs, check mal. So. Ey, der mit der Taschenlampe muss mal vorgehen. Oh ja. Und ich muss... Leider hinter mir, ich hab Waffe. Ich muss hier Schluss machen, Freunde. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Von Antwerp. Bis zum nächsten Mal. Tschüssi.